Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. Mokka Edel mit dritter Auflage am Start. Singletreff am Stausee Oberwald und die Göltstahlbrücke und Johann Andreas Schubert. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Es ist Donnerstagabend, Zeit für eine neue Ausgabe Ihres Abendmagazins Tag aktuell. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Wie so viele Events, die pandemiebedingt im vergangenen Jahr nicht stattfinden konnten, musste auch die 2018 erstmals durchgeführte Veranstaltung Mokka Edel ausfallen. Kurzfristig haben sich die Macher nun entschieden, die Ostdisco am 2. Oktober wieder durchzuführen. Um mehr über das geplante Event zu erfahren, hatten wir uns mit Marcel Kummers von der Villa Mock vor Ort verabredet. Genau, wir versuchen es jetzt einfach aufs Neue und hoffen, dass Corona uns keinen Strich durch die Rechnung macht und sind auch noch guter Dinge, dass das durchgeführt werden kann. Und man merkt ja auch von den Nachfragen, die wir permanent haben, dass die Gäste wirklich sich darauf freuen und endlich wieder feiern wollen. Und wir haben es auch die letzten Wochen jetzt gemerkt, wo wir es wieder geöffnet haben. Der Zuspruch ist da, die Gäste möchten feiern und wollen wieder ganz normal leben. Traditionell habt ihr euch einen Termin rund um den, ich sage in Anführungsstrichen, DDR-Geburtstag gesucht. Es ist diesmal der 2. Oktober. Genau, es ist wie immer in der Nähe des Datums. Und da der 2. Oktober Samstag ist am besten für Partys, haben wir den genommen. Und leider ja durch letztes Jahr verschoben, aber dieses Jahr, 2. Oktober, steht 18 Uhr Einlass. Es ist ja eine Gemeinschaftsproduktion mit der freien Presse. Was genau geht diesmal wieder ab? Wozu sind die Leute aufgerufen? Genau, bei der freien Presse wird wieder jetzt die Anfrage gestellt, dass die ganzen Gäste ihre Lieblingstitel einsenden können, 3 Stück. Und wenn jeder das eingesendet hat, machen wir eine Liste mit den Rankings sozusagen, was die besten Titel waren. Und dann darf Dead Fischer das wieder in der Reihenfolge abspielen, von hinten bis zum Platz 1. Und dann schauen wir mal, wie lange der ganze Abend geht. Eingeladen sind alle oder gibt es eine Altersbegrenzung? Definitiv, bei der Veranstaltung gibt es keine Altersbegrenzung. Da ist ja wirklich von 18 bis, ich glaube, 93 war der Älteste oder irgend sowas in der Trier. Also wirklich alles Mögliche dabei und bunt gemischt und jeder hat seinen Spaß. Wird es auch wieder so sein, ich kann mich erinnern, es gab zur Begrüßung diesen spektakulären Mokka Edel, der Veranstaltung ja den Namen gegeben hat. Und ich kann mich erinnern, Speckfettschnitten? Genau, also alles, was so in Richtung DDR geht, versuchen wir wieder zu machen. Vom Essen über Getränke und das wurde bis jetzt immer sehr gut angenommen. Es war ja auch so, dass das letzte Mal dann die untere Bar wieder offen hatte, dass sich die Leute doch ein bisschen verteilen konnten. Es ist ja auch so, dass viele zwar tanzen wollen, aber andere treffen sich und wollen einfach mal wieder gemeinsam sich unterhalten. Ne? Genau, das ist bei uns im Haus ganz gut. Dadurch, dass sie hier eine Runde laufen können, nach unten oder auf Terrasse gehen können, hat man immer ein bisschen Rückzugsorte und kann sich wirklich unterhalten. Und halt, weil bei der Veranstaltung sind ja sehr viele Leute da, die lange nicht feiern waren und kommen zusammen und treffen sich und wollen einfach mal wieder in Ruhe reden und halt dann kurz mal das Tanzbein schwingen, oben auf der Fläche und beim Dead Fischer stehen. Was wäre Mokka Edel ohne den Mann, der die Zwickauer Disco-Szene über Jahre mitgeprägt hat und natürlich auch bei der 3. Auflage von Mokka Edel mit dabei ist? Die Rede ist vom Moderator des Abends, Dead Fischer. Ja, ich bin am Start, obwohl das nicht so die namhafte Musik raussuchen und ja die Zuschauer. Das ist richtig, aber trotzdem sorgst du dafür, dass ja alles seinen gewohnten Gang geht. Eine Alteingesessenen in der Stadt Zwickau, ja, das wird so werden und ich freue mich auch drauf, gebe ehrlich zu, ich bin ganz gespannt, wie die Leute nach einem Jahr Pause da reagieren. Das letzte Mal waren 500 Leute dabei hier in der Mock. Es sind ja wieder alle Etagen geöffnet. Das ist schon mal gut. Wir können eigentlich nur hoffen, dass die Inzidenzen niedrig bleiben, dass wir nicht wieder irgendwelche Auflagen kommen und dann dürfte dem Ganzen ja nichts im Wege stehen. Nee, aber das stimmt. Mit den Inzidenzen, das ist durchaus problematisch. Wir werden sehen, was da im Oktober sein wird. Aber ich glaube, es wird stattfinden. Wie hast du die letzte Zeit die Kulturszene erlebt beim Fußball? Waren wir ja auch nicht immer zugange, wo du ja die ganze Sache moderierst. Wie hast du die Zeit empfunden, so das letzte Jahr? Na schlimm, ganz schlimm, weil nichts ist schlimmer im Fußball, als wenn die Zuschauer fehlen. Ich weiß nicht, welcher Fußballclub ohne Zuschauer auskommen kann. Das kann schon sein, dass es irgendwelche gibt, die sagen, wir haben so viel Geld. Da ist es uns egal, aber in Zwickau ist es extrem wichtig, dass die Zuschauer da sind. Und ehrlich, wenn man da unten steht und hat niemand vor sich, dann ist das schon blöde.
Um nochmal auf Mokka Edel zurückzukommen, dein Geheimtipp, wer wird diesmal auf Platz 1 landen? Oh, ich denke, das wird sich wieder zwischen City am Fenster machen. Ich habe ja getippt, wenn Musikanten heimwärts fahren, aber den kennt ja keiner. Das ist Express noch gewesen aus den 70er Jahren. Ja, und ansonsten die altbekannten Ladies Night und was weiß ich, was da alles kommen wird. Interessant wird werden die hinteren Plätze, weil die Generation auch nachwächst. Und man weiß es nicht, wer jetzt abstimmen wird. Ne? Es kommt darauf an, wer kommt. Dann heißt es jetzt abstimmen, Karten sichern und sich auf den 2. Oktober freuen. Zwecks Einstimmung hier einige Sequenzen von Mokka Edel. Die Villa Mock steht neben Mokka Edel noch für so viel mehr, wie uns Marcel Kummers verriet. Genau, wir haben seit ein paar Wochen jetzt wieder geöffnet und machen wieder freitags, samstags unsere Veranstaltung. Freitags P16, samstags P18. Leider mit Testzeit noch durch die Corona-Vorschriften, also geimpft, genesen, getestet, darf rein zum Feiern. Und der Zuspruch ist bis jetzt sehr, sehr gut gewesen. Es war immer volles Haus. Und zusätzlich machen wir ja noch donnerstags bis sonntags unser Mock Island-Projekt, wo man auf Terrasse sitzen kann, was essen kann und was trinken kann ab 18 Uhr. Ansonsten ist die Mock ja das altehrwürdige Haus, die Mokka Bar, ja auch zum Feiern animiert, dass, also so, dass man auch Hochzeiten oder andere Festlichkeiten hier begehen kann. Richtig, das hatten wir auch gerade noch im Juli, die ganzen Hochzeiten, die jetzt verschoben werden mussten durch Corona, die haben jetzt im Juli alle nachgefeiert und jetzt nächsten Monat geht es auch wieder weiter mit ein paar Hochzeiten. Das ist halt das Gute an dem Haus, dass man halt zwischen Party und Hochzeit alles Mögliche hat. Dann freuen wir uns heute schon auf den 2. Oktober und können hoffentlich für ein paar Stunden eintauchen in die Musik, mit der wir groß geworden sind. Die Pandemie ist für alle Menschen nicht leicht zu ertragen. Für Singles ist sie ganz besonders schwer. Aber Not macht bekannterweise erfinderisch. Die Idee stammt ursprünglich aus Hohenstein-Ernsthal. Und was gut ist und sich bewährt hat, das kann man ja übernehmen. Haben wir Sie ausreichend neugierig gemacht? Dann schauen Sie sich den folgenden Beitrag an. Wir befinden uns am Stausee Oberwald in Kallenberg und sind mit Ina Klemm, Geschäftsführerin der Tourismus und Sport GmbH, verabredet. Ja, der Hintergrund, der hat eigentlich überhaupt gar nicht am Stausee Oberwald angefangen. Angefangen hat das eigentlich in Hohenstein-Ernsthal zu Corona-Zeiten. Dort hat sich ein pfiffiger Unternehmer, der Chef von Edeka Meisel, einfallen lassen, eine Shop-Single-Aktion zu starten. Das war jeden Mittwoch zwischen 18 und 20 Uhr, konnte man dort als Single shoppen und gleichzeitig natürlich auf die Suche nach dem geeigneten Partner gehen. Das hat großen Erfolg gehabt, er hat es mit Musik und begleitet. Man konnte dorthin gehen, seine Daten angeben, konnte sagen, was so seine Vorzüge sind. Ja, und das ist durchaus auch schon von Erfolg gekrönt gewesen. Jetzt hat das Ganze Sommerpause, aber trotzdem gibt es natürlich noch einsame Herzen und deswegen haben wir uns das an den Stausee Oberwald geholt. Ohne Zweifel ein zauberhaftes Ambiente, um jemanden kennenzulernen. Ja, am 27. August und am 3. September, jeweils freitags zwischen 16 und 20 Uhr, können die Singles dann an den Stausee Oberwald besuchen, aber natürlich auch andere Badegäste. Man kann mit Freunden kommen oder auch in einer großen Clique, kriegt dann hier ganz klassisch ein Fähnchen in die Hand gedrückt. Tja, und wenn einem der Besitzer des Fähnchens gefällt, kann man sein Interesse an zwei Stationen anmelden, ja, und kann sich auf die Art und Weise in einer schönen Atmosphäre bei Musik, ein bisschen Tanz, hoffentlich Sonnenschein kennenlernen und ja, mal schauen, was draus wird. Ist einfach eine schöne Aktion, die Shop is Single Summer Edition quasi. Was hat denn der Stausee allgemein zu bieten?
Na, hier am Stausee kann man natürlich ganz klassisch baden gehen. Aber wir haben auch die Abenteuer-Golfanlage, einen Volleyballplatz, wir haben den Basketballplatz hier. Man kann auch einfach nur ein Stückchen flanieren gehen. Man kann sich unterhalten. Es gibt auf jeden Fall was zu essen. Ja, oder vielleicht einfach mal auch auf die Sommerrodelbahn gehen. Ist ja auch durchaus mit einem gewissen Flirtfaktor verbunden. Naja, und wer weder Minigolf oder Abenteuergolf ist es ja eigentlich noch Ball spielen möchte, der kann natürlich auch eins unserer Stand-Up-Paddles nutzen und den See stehend auf dem Stand-Up-Paddle erkunden. Oder aber auch unseren Wassertreter. Wir haben sowohl Ferraris als auch VWs hier auf dem See am Laufen. Ich denke, da wird auch für jeden irgendwas dabei sein. Und man kann damit natürlich auch so ein Stück weit Eindruck schinden. Und das soll ja hin und wieder helfen. Man kann also hier eine ganze Menge erleben, einen wunderschönen Tag verbringen. Wir hoffen auf gutes Wetter, wir hoffen, dass die Sonne scheint, natürlich, dass die Aktion nicht ins Wasser fällt. Aber ich denke, dass das eine sehr, sehr schöne oder zwei sehr, sehr schöne Nachmittage hier am Stausee werden können. Natürlich hat man auch Partner im Boot. Klar, Edeka Meißel wird dort auf jeden Fall mit unterstützen. Wir haben auch den Karnevalsverein, den RoWH, der uns dabei mit unterstützt. Und AM3 Entertainment wird dort das passende Ambiente liefern und eben so ein bisschen die Musik mit dazu liefern, sodass das Ganze entspannt und in einem schönen sommerlichen und kleinen Party-Flair sein wird. Eine schöne Idee, wie wir finden. Könnte diese Veranstaltungsreihe im kommenden Jahr fortgesetzt werden? Wenn das Ganze von Erfolg gekrönt ist, wird es das definitiv auch im kommenden Jahr wieder geben. Ich denke mal, Edeka Meißel wird auch nächstes Jahr wieder eine Sommerpause einlegen bei sich im Markt. Ich glaube aber auch ganz, ganz sicher, dass in den Herbst- und Wintermonaten die Aktion in Hohenstein-Ernsthal auch weiterlaufen wird. Also auf jeden Fall dranbleiben. Wir haben natürlich alle Informationen unter Facebook und natürlich dann auch auf unserer Internetseite. Apropos Winterpause, wann ist Saisonende am Stausee? Saisonende kann man jetzt so eigentlich nicht sagen. Wir haben normalerweise Saison von Anfang Mai bis Ende August. Das ist so unsere Hauptsaison, logischerweise. Aber natürlich, wenn im September, und da gibt es noch sehr, sehr schöne Sonnentage, immer noch Badewetter ist, ist natürlich der See zur freien Verfügung, um nach wie vor ein bisschen baden zu gehen. Solche Sachen wie die Abenteuer-Golfanlage oder auch die Sommerrodelbahn, die stehen auf jeden Fall zur Verfügung, auch über die Saison hinaus. Was die Sonne anging, hatten wir an diesem Nachmittag nur bedingt Glück. Die meiste Zeit versteckte sie sich hinter grauen Wolken. Dennoch wollen wir uns mit ein paar Impressionen vom idyllisch gelegenen Stausee Oberwald von Ihnen verabschieden. Werbung.
Entdecken Sie Rosa Xan. Wenn auch Sie zu den Menschen gehören, die unter Gelenkbeschwerden leiden und jede Bewegung schwerfällt, dann probieren Sie Rosa Xan. In Rosa Xan sind wichtige Nährstoffe für gesunde Knochen, Knorpel und Bindegewebe kombiniert. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Und? Entdecken Sie den neuen vollelektrischen Citroën EC4. Komfort und Technik auf höchstem Niveau. Auch erhältlich in klassischen Motorisierungen. Citroën. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS in Zwickau und im Autohaus Fröbelplatz in Auerbach. Meine Immobilie vermiete ich nur mit fachkundiger Hilfe. Das gibt mir die nötige Sicherheit, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich vertraue seit Jahren auf die Sparkasse Zwickau. Immobilien sind unser Zuhause. Wenn Sie unsicher sind, wie Sie den besten Mieter finden, holen Sie sich unsere Unterstützung. Wir haben professionelle Mittel, um Mietsuchende zu prüfen. Und Sie ersparen sich viel Zeit bei der Mietersuche. Nutzen Sie unsere jahrelange führende Position am Immobilienmarkt der Region. Sparkasse Zwickau. Was anderes kommt mir nicht ins Haus. Sanitätshaus Treitschke. Seit 30 Jahren Hilfsmittellieferant in Sachsen und Thüringen. Komm in unser Team. Wir suchen für die Reha-Technik Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche Erfahrung im Umgang mit Patienten und Hilfsmitteln haben. Auch eine medizinische, therapeutische oder technische Ausbildung sind gute Grundlagen. Es erwartet Sie ein freundliches Team, welches einarbeitet und unterstützt. Der Aufgabenbereich umfasst die Anpassung und Versorgung im häuslichen Bereich sowie in Kliniken und Pflegeeinrichtungen. Sie betreuen Kinder, schwerst mehrfach Behinderte bis hin zur Geriatrie. Die Produktgruppen reichen von Rollstühlen und Pflegebetten, Hilfsmittel gegen Dekubitus, therapeutische Bewegungsgeräte über Medizintechnik bis Pflegehilfsmittel. Aufgrund von verschiedenen Weiterbildungen entwickeln sich auch verschiedene Spezialgebiete. Wir freuen uns auf Sie. Bewerbung an hcs@treitschke-zwickau.de. Bereits zum 21. Mal feiern die Schlösser der Tourismusregion Zwickau und der Nachbarregionen die beliebte Nacht der Schlösser. 11 Schlösser, die unterschiedlicher nicht sein können, bieten am 28. August ein abwechslungsreiches Tages- und Abendprogramm für Groß und Klein. Ob Märchenschloss, Tapetenschloss oder Ritterburg mit Konzerten in der Sommernacht, Reisereportagen, Schlossführungen oder Abendwanderungen, in dieser Nacht der Schlösser kann ein jeder aufregende neue Eindrücke erleben oder einen beschwingten Sommerabend genießen. So lässt es sich in Lieblingsschloss oder Burg verweilen oder auch eine ganz persönliche Schlössertour zusammenstellen. Das komplette Programm der Schlösser und Burgen Waltenburg, Wildenfels, Wolkenburg, Wolfsbrunn, Glauchau, Lauterbach, Schönfels, Kriebstein, Ringetal, Rochlitz und Rochsburg finden Sie unter www.nachtderschlösser.de. Neu bei TV Westsachsen, Laufwerk Zwickau. Von Hand für den Fuß. Die Gesundheitshandwerker kümmern sich um ihre Fußgesundheit. Laufwerk aktuell, jetzt bei unserem Programm. Und tschüss. Schmeiß den Bildschirm raus, denn jetzt kannst du Kunst und Kultur wieder live genießen. Beim Zwickauer Kultursommer vom 26. August bis 5. September im Schloss und Park Planitz. Infos und Tickets auf zwickauerkultursommer.de.
Heute zeigen wir Ihnen den zweiten Beitrag aus dem Archiv des Vogtland-Regionalfernsehens zum Thema Göltstallbrücke. Hier geht es vordergründig um Johann Andreas Schubert. Sie wissen nicht, wer das ist? Wie die Umfrage im Beitrag zeigt, selbst so mancher Vogtländer wusste das im Jahr 2008 noch nicht. Guten Tag, wir sind vom Vogtland-Regionalfernsehen und machen eine kleine Umfrage. Kennen Sie Johann Andreas Schubert? Den Musiker? Nein, bin ich überfragt. Ein Musiker, ne? Nicht ganz. Hat ein ganz berühmtes Bauwerk hier im Vogtland erstellt? Weiß ich nicht. Nein, weiß ich nicht. Johann Andreas Schubert, nee. Nicht bekannt. Nicht bekannt. Nee, das weiß ich nicht. Nein, Musiker, ne? Nee, nicht ganz. Ein Komponist. Hat hier ein ganz berühmtes Bauwerk im Vogtland erstellt? Das weiß ich leider nicht. Die Brücke? Ja. Die Göltstallbrücke? Ja, genau. Schätzen Sie doch mal, wie viele Steine die hat. Wie war das? Ungefähr. 114.000 oder 116.000. Das weiß ich nicht. Ich weiß bloß, dass an der Göltstallbrücke zu DDR-Zeiten einer erschossen worden ist. Ui. Jawohl, von der DDR-Grenze. Ich weiß ja auch nicht, wie das Ding aussieht. Oh, das hatte ich mal gelesen. Oh. Nur so circa 20.000. Mehr noch. Moment. Das hing 960.000 und ein paar zerquetschte waren es. Dann sind es 500.000. Ziegelsteine ist das, ne? Ja. 1 Million. Ein bisschen mehr. Oh, das kann ich nicht schätzen. Millionen, tausend. Irgendeine Zahl. Vielleicht Millionen? Es werden wohl schon einige hunderttausend sein. Schwer zu sagen. 100.000? Ein bisschen mehr. 150? Ach, etliche tausend. Oder 100.000. Mehr, viel mehr, viel mehr. Millionen? Kommen wir schon in die Richtung. Oh, ja. Gottes Willen, nee, weiß ich nicht. Nur circa. Nee, ungefähre nee, Zahl? Nee. Riesengroß, keine Ahnung. Keine Ahnung. Wie viele Steine? Ja. Na, ich suche mit 20 Millionen. Gar nicht schlecht, 26 Millionen. Ich habe keinen Sinn. 26 Millionen. Sind viele. 26 Millionen. Oh, ja. Super. Spitzenbauwerk. Wie die Umfrage gezeigt hat, scheint der Name Andreas Schubert zumindest im oberen Vogtland noch recht unbekannt zu sein. Um Ihr Schulwissen wieder etwas aufzufrischen und zu erweitern, waren wir im Geburtsort des Universalingenieurs, Konstrukteurs und Hochschullehrers. Gute Unterhaltung beim folgenden Beitrag wünscht Ihnen die Gemeinde Steinberg. Hier in Wernesgrün dreht sich besonders in diesem Jahr alles um den wohl bekanntesten Sohn der Gemeinde, Professor Johann Andreas Schubert. Anlässlich seines 200. Geburtstages wurde das 1936 errichtete Denkmal im gleichnamigen Park wieder neu hergerichtet. Am 16. Mai wurde es feierlich eingeweiht. Das Denkmal soll eigentlich Anstoß sein. Man kann auch sagen, ein Stein des Anstoßes, dass man eigentlich drüber stolpert und zum Denken angeregt wird. Zum Denken über das, was Andreas Schubert war, wie er eigentlich aus ärmlichsten Verhältnissen zu einer Persönlichkeit sich entwickelt hat und damit gezeigt hat, dass eigentlich ein Wille, eine charakterliche Stärke und eine gute mentale Stärke eigentlich dazu führen können, dass man viel erreicht, auch heute. Ein Mann, der sich ganz besonders über den neuen Antlitz des Denkmals freut, ist Eberhard Göbel. Dem Wernesgrüner Ortschronisten ist es mit zu verdanken, dass es wieder in den Zustand gebracht wurde, wie es 1936 von der Gemeinde und der Reichsbahndirektion Dresden eingeweiht wurde. In den letzten Jahren sah man von dem Denkmal nicht viel, außer die großen Rhododendronbüsche, von denen es überwuchert wurde. Leute, die nach Wernesgrün kamen, wollten das Denkmal von Andreas Schubert sehen, konnten es manchmal gar nicht finden, weil sie also so schnell mit dem Fahrzeug vorbei waren und das Denkmal nicht im Mittelpunkt stand. Heute kann man sagen, das Denkmal hat jetzt wieder den würdigen Platz eingenommen, steht inmitten dieses schönen Platzes hier und man hat auch als den Zugang so gestaltet, dass man sagen kann,
Ja, der Professor würde sich freuen, wenn man Wernesgrün so eine Ehrung auch 200 Jahre nach seinem Geburtstag noch erfährt. In seinem Haus hat sich Eberhard Göpel ein Archivzimmer eingerichtet. All seine gesammelten Werke über seine Heimatgemeinde hat der Ortschronist nicht nur in zahlreichen Ordnern abgeheftet, sondern auch in seinem Computer abgespeichert. Zu seinen größten Dateien zählt wohl die von Andreas Schubert. In diesem Haus, das sich gleich neben dem heutigen Denkmal befand, wurde er als 8 von 9 Kindern geboren und wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf. Nur 9 Jahre verbrachte Andreas in Wernesgrün. Und dabei ist er dann auch 3 Jahre in Wernesgrün zur Schule gegangen, in eine einklassige Schule der damaligen Zeit, die von einem Kirchschullehrer geleitet wurde. Es gingen damals 150 Kinder dort zur Schule. 1817 kam es dann zu einer etwas kuriosen Wende in seinem Leben. Als er seinem Bruder Christoph beim Transport von Rußbutten Richtung Reichenbach half und ihn sein Bruder auf dem kalten Feld wieder heimschickte, verirrte er sich auf dem Rückweg. Nachdem er sich verlaufen hatte, kam am nächsten Tag, oder am übernächsten Tag, das ist gar nicht so genau erwiesen, eine Postkutsche gefahren, in der der Polizeipräsident von Rogel aus Leipzig mit seiner Gattin saß. Und die bemerkten den Jungen, der sich auf dem Bock, oder besser gesagt, auf dem Rücksitz Platz gemacht hatte, und hielten an und hatten dann mit ihm kurzes Gespräch, nahmen ihn mit nach Leipzig, kleideten ihn ein, informierten die Eltern und brachten ihn erst einmal nach Wernesgrün zurück. Mit Einverständnis seiner Eltern nahm man Andreas als Pflegesohn im Raggelschen Haus in Leipzig auf. Hier in der Thomasschule begann sein Weg der Qualifizierung, der in Wernesgrün nie möglich gewesen wäre. Nachdem sein Pflegevater starb, zog er mit seiner Pflegemutter auf die Festung Königstein, wo er die Garnisonsschule besuchte. Später lernte er im Freimaurerinstitut in Dresden. Er ging dann zur Bauschule und hatte dann auch die entsprechende Unterstützung. Man merkte auch, dass er Talent besaß und er hatte sich dann entsprechend entwickeln können, machte ein Ingenieurstudium dort und wurde bereits mit 20 Jahren als Lehrer dort angestellt, erst einmal für Buchhaltung und später auf dem Gebiet der Mathematik. 1832 wurde Schubert das Prädikat Professor verliehen. 4 Jahre später wurde Schubert technischer Direktor der Maschinenbauanstalt im Dresdner Stadtteil Übigau. Mit seinen Erkenntnissen von Reisen nach England und Frankreich konstruierte er die Dampfschiffe Königin Maria und Prinz Albert. ...1838 baute er dann die Lokomotive namens Saxonia, die dann 1839 im April leider hinter dem Zug herfahren musste, der also mit englischen Lokomotiven betrieben wurde. Auch die 2 größten Ziegelsteinbrücken der Welt, die Göltstal- und die Elstertalbrücke, tragen die Handschrift Andreas Schuberts. Er unternahm in Deutschland erstmals den Versuch, die Konstruktionen mit theoretischen Berechnungen zu unterstützen. Nach 5 Jahren Bauzeit wurde die Göltstalbrücke am 15. Juli 1851 eingeweiht. Andreas Schubert soll zu den Feierlichkeiten nicht einmal eingeladen worden sein. 1869 schied Professor Johann Andreas Schubert aus dem Hochschuldienst aus. Ein Jahr später, am 6. Oktober, starb er infolge einer schweren Krankheit. Andreas Schubert ist auch in Dresden beigesetzt worden. Die Verbindung zu seinem Heimatort Wernesgrün hat er zeitlebens aufrechterhalten. Er war aber nur 3 oder 4 Mal noch in Wernesgrün. Die Reisebedingungen waren auch kompliziert. Seine Zeit war sehr knapp bemessen. Aber er hat auf jeden Fall versucht, seine vogtländische Heimat immer wieder mal mit zu streifen, aufzusuchen. Zu Ehren Schuberts trägt ein Universitätsgebäude in Dresden seinen Namen.
Auch in Wernesgrün sind seine Spuren erkennbar. Die Schule mit seinem Namen schloss allerdings 1999. Das Denkmal soll nicht die einzige Erinnerung an den berühmten Sohn des Ortes bleiben. Die Gemeinde denkt über die Errichtung eines Museums nach. Comedia Konzept. Ihr Partner für regionale Werbung wünscht gute Unterhaltung. Nach der Sommerpause geht die Deutsche Rallye-Meisterschaft in die nächste Runde. Es steht mit der ADAC Saarland-Pfalz-Rallye rund um St. Wendel der zweite Lauf an. Sowohl der Lichtentanner Julius Tannert als auch der Vogtländer Philipp Geipel gehen dabei mit dem Ziel Podestplatz an die insgesamt 12 Wertungsprüfungen. Als derzeit Zweit- bzw. Viertplatzierter der Gesamtwertung müssen sie sich über 116 Wertungskilometer vor allem den anderen 10 R2-Boliden stellen. Auch am Start sind Ruben und Petra Zeltner in der Klasse NC1. Sie belegen derzeit in der Masterwertung Platz 3 und wollen diesen mindestens verteidigen. Start als auch die Zieleinfahrt wird auf dem Schlossplatz St. Wendel sein. Los geht die Hatz am Freitag um 17 Uhr. Werbung. Endlich wieder sommerliches Feeling. Sommerfreude Zwickau. Vom 13. bis 22. August im Schlobichpark und ab 15. August auch auf dem Hauptmarkt. Erleben Sie Kultur in vielen Facetten mit regionalen Bands, Kleinkunst, Familienprogrammen oder auch Live-Lesungen, Kino und Silent Party. Kultur gemeinsam erleben. Zur Sommerfreude Zwickau. Vom 13. bis 22. August. Aktuelle Infos auf zwickau.de/sommerfreude. Ich bin Conny Neuhauner aus Zwickau und ich gehe gerne hier ins Fitnessstudio, weil es hier sehr abwechslungsreich für mich ist mit allen Geräten, die ich hier nutzen kann. Professionelles Training in Ihrem Sportpark Zwickau, Merane und Glauchau. Ihr Partner für Qualitätsfitness. Internet in Turbospeed. Bis zu 400 Mbit pro Sekunde. Ab 20 Euro im Monat. Infos auf pure.com. Wow, da flattern mir die Ohren. Konfiguriere deine Traumwohnung und bestimme deine Miete selbst. Egal ob Küche, Dusche, Bodenbelag, du hast die Wahl. Mehr Infos auf www.wownung.de. Shoe Manufacture, das ist der Inbegriff von Orthopädics of Modern Art. Handwerks- und Meisterqualität in der dritten Generation zeichnen unsere Produkte aus. Ob Orthopädie oder moderne Technik, wir liefern weltweit auch über unseren Internetshop. Jetzt ganz neu speziell für Diabetiker, das neue Fußdruckmesssystem, welches die Anforderungen der Krankenkassen erfüllt. Außerdem halten wir speziell von Bauerfeind entwickelte Einlagensysteme, Bandagen und weitere Hilfsmittel für unsere Kunden vor. Der Meister steht Ihnen zu den Öffnungszeiten natürlich persönlich zur Verfügung. Shoe Manufacture, Ihr kompetenter Partner, wenn es um Ihre Fußgesundheit geht. Zwickau, Grimmitschauer Straße 30a, gleich gegenüber dem Hauptfriedhof. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Am morgigen Freitag gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Bei Werten bis 21 Grad bleibt es niederschlagsfrei. Der Samstag wird dann recht freundlich. Bei Temperaturen bis 24 Grad erwartet uns viel Sonne. Auch der Sonntag zeigt sich von seiner besten Seite. Bei hochsommerlichen Temperaturen bis zu über 30 Grad strahlt die Sonne den ganzen Tag von einem stahlblauen Himmel. Am Montag bekommen wir dann ähnliche Temperaturen. Allerdings müssen wir dann auch nach anfänglichem Sonnenschein mit Schauern und Gewittern rechnen. Wir sind am Ende der heutigen Sendung angelangt. Morgen sehen wir uns dann ein letztes Mal für diese Woche, denn dann steht schon wieder das Wochenende vor der Tür. In diesem Sinne machen Sie sich einen schönen Abend. Bis morgen. Tschüss.